Deutsch-Französische Woche in der Berufsschule 2. Zum 52. Tag des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags hat die Berufsschule 2 in Landshut eine französische Woche veranstaltet. Neben den geschichtlichen Hintergründen thematisierten die Schüler vor allem die Anschläge in Paris. Wir haben uns in der Klasse Gedanken gemacht, was der Terroranschlag für Auswirkungen hat. Und wir sind halt dann auf folgende Ergebnisse gekommen, wie dass der Zusammenhalt in Europa besser wird oder dass die Ausländerfeindlichkeit vielleicht dadurch steigt. Aber das Wichtigste ist halt, dass die Religion kein Terrorismus ist. Teilweise Angst, teilweise aber auch Unwissen, was genau passiert ist. Und deshalb ist es wichtig, dass man das Thema aufgreift, dass man darüber spricht und einfach Gedankenanstöße gibt. Bereits seit 40 Jahren besteht eine Schulpartnerschaft zwischen den Landshuter Berufsschulen 1 und 2 und einer Schule in Landshuts französischer Partnerstadt Compiègne. Der Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich wurde am 22. Januar 1963 unterzeichnet.